Nach dem Intro machen wir mal wieder einen Trash-Talk. Shoot him! Shoot him! Bis gleich. Moin und herzlich willkommen zum Trash-Talk. Tschüss. Über einen Film, den du dir gewünscht hast. Was hast du dir gewünscht, dass wir mal darüber sprechen? Obwohl wir den Film schon häufig genannt haben, im Podcast immer wieder. Wir haben im Ranking haben wir mal drin gehabt. Aber wir haben über den Film an sich noch gar nicht gesprochen. Ich konnte auch nicht verstehen, wieso. Es ist einer der besten, wie man so landläufig sagen würde, Trash-Filme. Ja, weil er auch das verkörpert, was Trash eigentlich ist. Scheiße. Ja, jemand hat eine große Vision, möchte etwas mit ganz großem Pinsel auf die Leinwand zaubern. Oh, das ist sogar, das ist deep. Und scheitert halt in allen Belangen, weil er einfach dilettantisch ist und keine Ahnung hat von dem, was er tut. Bitte! Und das hat als Resultat einen unfassbar unterhaltsamen Film, den wir beide sehr lieben. Vor ein paar Jahren hatte ich mal die Idee, ein Format einzuführen, das sich da nennt Trash Talk. Hm. Und dann haben wir zusammen Story of Ricky geguckt und wollten den dafür besprechen. Und dann hast du gesagt, nee, hast keinen Bock drauf. Das ist aber sehr ausführlich hier gerade geschildert. Ja, so ist es. Weil du meinst so, ja, schön, dass wir endlich mal drüber sprechen. Warum haben wir da noch nicht drüber gesprochen? Aus dem Grund. Also ist doch kein Rückspiegel. Es ist im Prinzip, ja, ein Rückspiegel. Trash Talk. Ja, was denn jetzt? Ja. Entscheide dich ja, mal. Ja, wir kennen den Film ja schon seit ein paar Jahren. Es ist ein Trash-Klassiker, wird immer wieder mit so Filmen genannt wie The Room und Miami Connection und weiß ich nicht, Hollywood Cop vom gleichen Regisseur. Deswegen kommen wir jetzt aber endlich mal dazu, über diesen Film zu sprechen aus dem Jahr 1991. Was man gar nicht sieht. Ich würde den in Ende der 80er fordern. Ja, er orientiert sich auf jeden Fall an einem Film Ende der 80er, nämlich ganz klar an Lethal Weapon. So ist es. In dem Film übernimmt den Part von Mel Gibson Matt Hannon, der irgendwann auch mal mit einer Perücke auftritt. Ich würde sagen 50-50, oder? Ja, es ist so, dass also Regisseur Amir Sherwan, ein iranischer Einwanderer in die USA, hatte eine große Vision, hat viele Freunde und so und hat dann da bei denen drehen können, irgendwie auf den ganzen verschiedenen Grundstücken und so weiter. Dann hat er mehrere Filme gedreht, unter anderem aus Samurai Cop. Und hatte, nachdem die Dreharbeiten fertig waren, ist ihm so ein halbes Jahr später aufgefallen, oder auf jeden Fall einige Zeit später aufgefallen, wir bräuchten da noch ein paar Reshoots, wir müssen da noch mal ran. Bestellt den Matt Hannon, der ja langes Haar hat, also mittlerweile wieder, glaube ich auch, ne, wieder rein und er merkt, der hat sich die Haare abgeschnitten. Fuck, was machen wir jetzt? Das Haar abgeschnitten. Hm. Was machen wir jetzt? Ja, ist der losgegangen und hat einfach eine Perücke. Die beste. Ja. Man erkennt es kaum. Das ist eine weibliche Perücke. Mhm. Ja, die kaschieren es ja ziemlich gut mit einem Cappy, was die manchmal drüber ziehen. Genau. Und das ist nur Volumen, sage ich nur. Ja, und das ist nur einer der Faktoren, warum dieser Film so unfassbar unterhaltsam ist. Wir haben ihn zuletzt im Rahmen meines JGAs zusammen mit ein paar sehr netten Kollegen und mit Freunden nochmal auf Leinwand geschaut. Mhm. Konnten wir den gucken auf große Bild. Mhm. Und es war wieder ein Fest. Und dann habe ich gedacht, komm, erfüllen wir doch mal deinen Wunsch und sprechen hier über Samurai Cop. Das ist ja nett, dass ich hier so großen Aufwand betreiben muss und dann besprechen wir mal einen Film. Aber gut. Ja. Schieß los. Es ist für mich... Shoot him. Richtig. Es ist für mich der perfekte Trash-Film schlechthin. Ich weiß gar nicht, was ich mehr sagen soll. Es fängt damit an, dass, du hast ja vorhin das Wort Trash auch schon erklärt, und das findest du hier tatsächlich in jeder Facette. Bild, Ton, es stimmt nichts. Ja. Also sehr wenig. Es ist ein Einstellungen. Ein Film, bei dem man sehr viel über das Filmemachen lernen kann. Könnte. Ja, wenn man es genau das Gegenteil von dem hat, was sie gemacht haben. Genau. Man versteht halt auch dann gute Filme. Wenn man sich solche Filme anguckt, viele B-Filme und auch so Trash-Zeug und so und Independent-Produktionen, dann versteht man, was andere Filme gut machen. Also wenn man ein bisschen aufmerksam ist und so. Und ich finde, gerade Samurai Cop sollte wirklich auf jeder Filmhochschule gezeigt werden und auf jeden Fall da mal so ein Seminar drüber gemacht werden, weil es fängt beim Framing der einzelnen Shots an, der Nahaufnahmen, ne? Also das Gesicht ist immer zentriert,
was man nicht machen sollte. Es sieht einfach nicht gut aus. Die Reshoots sind halt grauenhaft. Dann sind teilweise so die Gegenshots oder auch die Reaction-Shots, die sind komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Da ist dann jemand, dem wurde einfach gesagt, so, ja, lach jetzt mal. Und dann lacht er einfach oder guck mal komisch und dann irgendwie und so. Und das wird dann einfach reingeschnitten, aber ohne, dass der Schauspieler oder der Darsteller eine Referenz hatte, auf irgendwas zu reagieren. Ja. Wenn Autos, klar, so Autoverfolgungsszenen, wenn dann so die Leute... Die geben null Sinn. Achssprünge ohne Ende, also handwerklich auch schon schwierig, natürlich. Aber dann auch natürlich in sehr langsamen Tempo gefahren. Und wenn dann Leute aus dem Auto dann fallen zum Beispiel ne, und dann einfach schneller laufen lassen, also schneller abgespielt, damit es dann ne, so schneller aussieht, was man natürlich sieht. Ja, aber es ist genau das macht ja auch den Charme dann aus. Ja, also das sind ja Tricks, die man in den 1920er Jahren angewendet hat, hier so bei Charlie Chaplin und sowas. Ne? Ja, aber die wir in unseren ersten Videos angewandt haben. Auch noch, ja, wir haben das auch schon gemacht. Ja, also wirklich das Vorbild halt Lethal Weapon und dann wirklich aber ganz, ganz wenig geschaffen. Ne? Aber es ist halt unglaublich unterhaltsam, vor allem wenn man ihn heute guckt. Der Film ist unfassbar rassistisch. Ja. Er ist homophob, sexistisch. Sexistisch auf jeden Fall, das absolut. Ne? Also der eine homosexuelle Kollege da, der wird da auch sehr tuntig dargestellt. Und, okay. Ja, es wird alles immer so ein bisschen was Schwules, ist halt so hahaha lustig. Ja. Oder eben die Szenen zwischen dem Matt Hannon, ich weiß gar nicht mehr, wie der im Film heißt, zwischen dem Samurai-Cop, der übrigens fließend Japanisch spricht. Ne? Da wird extra drauf hingewiesen, man hört es kein einziges Mal. Ja. Und dessen geile, auch dieser Monolog, wenn er erklärt, ne, von wegen so, wir sind hier im Land der Möglichkeiten und nicht in einem Land, in dem hier Drogenbarone, bla 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 und Death Merchants hier Macht haben sollen, ne? Auch einfach komplett woanders aufgenommen. Und man sieht halt, es ist im Büro des Regisseurs. Das ist einfach so unglaublich. Es ist so unglaublich schlecht. Und wir haben auch B-Film-Superstar Robert Zidar. Den Maniac-Cop. Genau. Den haben wir dabei. Der richtige Samurai im Film. Genau, ja, den krassen Gegenspieler vom Samurai-Cop. Wo ich eigentlich vor 5 Minuten drauf hinaus wollte, ist, dass der Samurai-Cop die ganze Zeit mit seiner Kollegin flirtet, aber auch sonst alles anbaggert, auch die Frau des Bösen und so weiter, was irgendwie nicht bei 3 auf den Bäumen ist und das auf sehr plumpe Art und Weise, sehr übergriffig. Und vor allem in front of her, ne? Also von wegen, er macht auch Witze drüber. Da sehe ich auf jeden Fall den sexistischen Anteil. Aber wieso rassistisch? Weil er auch sagt, von wegen so, was macht denn so ein All-American Girl wie du mit dem Geek? Und Geek ist eine harte Beleidigung gegen Asiaten. Ja, okay, so, das ne? hatte ich. Ja, okay, gut, der eine Satz. Das ist trotzdem rassistisch. Also gerade, wie gesagt, ich finde das sehr lustig bei dem Film, ne? Im Kontext Film ist es ja natürlich alles sehr lustig. Du würdest auch selber könnte aus heutiger Sicht, sage ich mal, problematisch sein. Ne? Für viele würde das wahrscheinlich triggern. Sollte es. Und dann müssen die schnell ins Internet schreiben, von wegen, müssen die tweeten und bei Facebook reinschreiben. Oh, Samurai Cop. Zeit seiner Kind. Kind seiner Zeit, so rum. Er ist ein absolutes Kind seiner Zeit. Ja. Anfang 90er gedreht. Ende 80er aussehen. Und er atmet aber den Geist der 80er. Und vor allem die Musik. Fängt er mit geiler Arcade-Musik an? Es klingt so, als hätte man Mega Drive gerade gestartet. Voll geil. Wahnsinn. Ich liebe das. Und das kommt ja auch immer wieder, ne? Und der Sound an sich ist ja auch geil. Der ist dann auch manchmal versetzt, ne? Es ist auch manchmal so der gesprochene Ton. Also, ne? Die Nachvertonung. Genau. Grausig. Unfassbar. Aber schlecht. Am geilsten ist wirklich dieses, weiß nicht, ob das an den Nachdrehs liegt, aber das Color Grading, beziehungsweise die Farbgestaltung, die Ausleuchtung und was alles Mögliche, das ist so ein krasser Wechsel. Da denkst du auch nur so, ganz ehrlich, dass sogar wir in den eigenen 4 Wänden würden das besser hinkriegen, selbst wenn wir es über Jahre hinweg unter anderen Bedingungen machen würden. Ja, ich denke schon. Also viele würden das besser hinbekommen. Es haben auch schon viele nicht so gut hinbekommen. Und deswegen spricht man dann von diesen Trash-Perlen oder halt von den von diesen Kultklassikern. Er ist ein Kultklassiker, aber wirklich aus
dem Grund auch, dass er halt sehr viel Spaß bereitet. Ne? Es ist jetzt, wenn man The Room nimmt zum Beispiel, geht er 2 Stunden. Der hat auch gar nicht viel zu erzählen. Der hat seine Highlight-Szenen. You are tearing me apart, Lisa! Oh, hi, Mark. Definitiv, ja. Ne? Das schlechte Schauspiel und so weiter und so fort. Aber das schneidest du auf 5 Minuten runter. Aber da sind auch wirklich Längen drin, das ist unfassbar. Ja. Und die hat Samurai Cop so gut wie gar nicht, weil immer was los ist. Genau, Action nonstop. Ja, oder halt blöde Sprüche oder halt eine super unangenehme Sexszene. Unangenehm, voll erotisch. Ja, sehr, sehr geil, ne? Und dann kommt er noch später mit dem Schokoladenkuchen da raus und singt Happy Birthday. Es ist natürlich großes Kino. Die Sache ist, klar, durch sprachliche Barrieren, ne? Also der Matt Hannon, der durfte ein bisschen am Drehbuch auch rumschreiben, weil das, was so der Amir Shervan so den Leuten in den Mund gelegt hat im Drehbuch, das klang nicht immer so authentisch. Mhm. Ne? Hat dann wahrscheinlich versucht, iranische Sprichwörter oder sonstige Weisheiten da 1:1 zu übersetzen, was nicht so ganz funktioniert hat. Immer noch wirken da einige Dialoge sehr ungelenk. Aber er hat auch sehr ungelenke Einfälle, wenn es irgendwie zu solchen Szenen kommt, wie es gibt ja nach der Verfolgungsjagd. Die beste Szene im ganzen Film ist? Findest du? Auf jeden Fall. Echt? Ach, ich finde das Finale halt auch super. Ja gut, der Katana-Kampf ist natürlich auch stark. Ja. Weißt du, was Katana heißt übrigens? It means Japanese sword. Ja, ich meine, ganz ehrlich, es gibt auch immer wieder so Erkenntnisse, vor allem wenn er dann halt sagt, töte ihn nicht, du bist Cop. Ach ja, ich bin Cop, ich darf ihn gar nicht töten. Ja, vorher aber wirklich? Schon 50 Leute abgemetzelt. Ja, genau. Okay, Verfolgungsjagd. Danach ist ja einer überlebt, aber auch nur mit schweren Brandwunden. Mhm, genau. Der kommt ins Hospital. Ins Krankenhaus, genau. Und dann, das ist so sinnlos, ne? Da ist ja diese eine, die Frau des Bösen. Also die Rothaarige? So genau, ja. Die Rothaarige. Und die schiebt einen Müllwagen da rein, aus dem dann sehr episch Robert Zadar entsteigt. Ja. Und man wundert sich, warum? Warum geht der nicht einfach rein? Ja, genau, weil er hat ja einen Doktorkittel. Ja, richtig. Er könnte eigentlich ganz normal da reingehen, so wie sie, ja auch mit dem Müllwagen. Ja, ja, genau. Warum versteckt er sich da drin? Na gut, dann schneidet der Typ ja den Kopf ab, nimmt den mit, aber wieder versteckt er sich da in dem Müll. Es ist so albern, es ist so dumm, es ist so unüberlegt und es ist so lustig und unterhaltsam. Es bereitet so eine Freude. Ja, und das ist der große Unterschied zu The Room. Der hat keine Längen, der hat immer was zu bieten und der macht Spaß auf ganzer Breite. Er hat Abwechslung drin, ne, weil Sexszenen sind es, glaube ich, 3 Stück. Mindestens. Das ist echt viel, ne? Ja. Das ist bei The Room aber auch. Die sind ähnlich unangenehm. Ich habe den nach unserer Sichtung, habe ich den tatsächlich auch nochmal wiederholt. Samurai Cop. Angeschaut. Genau. Ja. Und die Szenen habe ich tatsächlich überspult. die tragen jetzt auch nicht wirklich viel zur Handlung bei. Naja. Und dazu haben wir dann auch noch so ausufernde Uferszenen. Hier Strandszenen, wo du auch denkst, okay, gut, das sind jetzt Lückenfüller. Insgesamt geht der Film 1,40. Hätte man gut und gerne durch Wegstreichen von diesen Sachen auf 1,20 runtergebracht. Der war kurz und knackig. Wobei 80 ist jetzt auch nicht kurz, aber trotzdem deutlich von der Dynamik her vielleicht geiler gewesen. Aber dennoch, das stört jetzt nicht enorm. Ne? Gehört halt auch in gewisser Form dazu. Ne? Wir haben ja auch ein paar nette Damen, die hier dann blank ziehen und sind ja dann in gewisser Form halt auch Schauwerte. Und wir müssen ja unseren Samurai-Cop halt auch immer weiter als Sexisten hier etablieren. Natürlich müssen wir auch bei Laune halten. Ja, genau. Genau. Aber wo du von Schauwerten sprichst, ich finde auch diesen Löwenkopf, finde ich unglaublich. In einer dieser Villen, in denen die da, oder ist eine Villa, ja, so ein Poolhaus, die drehen, irgendwo hängt da so ein unglaublich hässlicher Löwenkopf. Mhm. Der ist noch nicht ausgestopft, das ist kein echter Löwe, es ist einfach so ein Plüschlöwe halt, ne? Und der Regisseur fand das anscheinend so toll, dass er immer auch, wenn da Leute Dialogszenen haben, diesen Löwenkopf immer in den Shot mit reinnimmt. Ja. Man fragt sich, was zur Hölle soll das? Weil der ist unfassbar hässlich, es sieht super scheiße aus, aber auch selbst dann, ne, macht es halt diese Dialoge, die halt unglaublich dumpf und stumpf und dumm sind einfach. Unterhaltsam, weil dieser scheiß Löwenkopf da zu sehen ist. Ne, kann man auch prima Trinkspiele natürlich draus machen, wo wir natürlich nicht dazu aufrufen, ist ja vollkommen klar. Natürlich. Aber trotzdem, ansonsten war der Hintergrund
bei ihm ja sonst auch immer relativ langweilig. Sehr häufig auch irgendwelche kahle Wände oder sonst was. Ja, weil es teilweise in seinem Büro gedreht wurde, ne, oder sonst wo. Aber am geilsten finde ich immer noch die Shootouts. Wir haben einige Shootouts. Ja. Und ich kenne keinen Film, in dem so wenige coolen treffen. Star Wars, die Stormtrooper vielleicht. Ach, gut, das ist keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Sind auch keine Kugeln, ist egal. Genau, aber hier wird so viel Munition verballert, aber es entstehen in Autos kaum Löcher. Die prallen da teilweise sogar ab. Die haben da sogar Effekte dafür, dass die Kugeln an dem scheiß Auto abprallen. Dann geht vielleicht mal eine Scheibe kaputt, wobei das ganze Auto eigentlich durchlöchert werden müsste. Menschen sterben nach 100... Also du meinst 100 diese Schießerei auf dem Parkplatz, zum Beispiel. Die so auf ungefähr 20 Quadratmetern genau. stattfindet, diese genau. Schießerei. Ja. Ja, und vor allem halt auch, keiner ist treffsicher. Ne? Selbst wenn die so stehen, die treffen sich einfach nicht. Es gibt ja bei Die nackte Kanone, ich glaube 2,5, wo die halt schießen die ganze Zeit. Siehst Leute schießen hinter einer Deckung genau. und dann sind die halt wirklich einen Meter auseinander. Genau. Ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Nur, dass man das halt nicht dann darauf... dass man irgendwann diesen Shot hat, dass man sieht, dass sie sich direkt gegenüberstehen. Ja, genau. Sondern immer suggeriert wird so von wegen, die sind voll weit weg und das ist auch völlig in Ordnung, dass die sich nicht treffen, ne, um die Spannung hochzuhalten, beziehungsweise den Bodycount halt langsam erst zu steigern. Aber das macht so viel Spaß. Das gibt einen richtig geilen Shootout, wenn zum Beispiel der etwas übergewichtige Gangster sich erstmal hinter so einer Palme versucht zu verstecken, die halt, also er ist auf jeden Fall dreimal so breit wie diese Palme. Ja. Und dann wird er erschossen. Das ist einer der schönsten Filmtode, finde ich. Wenn er erschossen wird, also wie er dann da hinsieht, also das ist großartig. Nee, es gibt auf jeden Fall noch einen besseren in einem türkischen Film. Ja, yeah, ich weiß, welchen du meinst. Okay. Genau, den fand ich immer schon am geilsten. Aber da ist der erinnert der Film, aber dran. Also die tun sich nicht viel. Ja. Aber da ist halt der Film dann wahrscheinlich nicht ansatzweise so geil wie dieses komplette Produkt hier. Es ist ein Meisterwerk. Ja. Es bietet sich wirklich an, den auch in der Runde zu gucken mit mehreren Leuten. Auf jeden Fall. Und da ist halt der Unterschied, ne? Hard Ticket to Hawaii. Ja, super Film auch. Habe ich alleine geguckt, war ich nicht so begeistert. Mhm. In Runde, wir haben den auch zusammen geschaut. Ja, ja. Stimmt, auf dem ne? B-Fest. Hier. Genau. Viel geilere Wirkung. The ja, Room, alleine geguckt, fand ich grottig. Wir haben den zusammen auch mal geguckt. Fand ich viel besser. Ja, klar. Hier ist es aber so, den kannst du in der Gruppe, steigert sich jeder Sehgenuss, ne? Aber alleine ist er trotzdem immer noch hervorragend. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und das ist ein großes Qualitätsmerkmal. Auf jeden Fall, das. Ne? Also ich würde trotzdem immer empfehlen, den noch natürlich, mit klar. einer anderen Person sicher. Zu gucken. Es macht Spaß, sich über viele Sachen kaputt zu lachen. Wir wollen natürlich uns jetzt nicht immer nach ganz oben stellen und dann auf den Film zeigen und ihn auslachen. Aber nee, man hat ja Spaß dabei. Es ist trotzdem... unterhält der Film. Es ist ja trotzdem Action drin, es ist ja trotzdem, ja. Ne, passiert ja was und irgendwie... Er hat einen Value auf jeden Fall. Ja, man ist unterhalten. Ja, man hat ja einen geilen Polizeichef, der dann auch zu lange in die Kamera irgendwie guckt und dann, ja, dann gut, ins Lachen verfällt und dann auf einmal schläft, wo man sich denkt, so die Szene hätte schon vor 5 Minuten zu Ende sein sollen. Es wird nicht weggeschnitten. Ja, genau. Es wird einfach nicht weggeschnitten. Ne? Ja, stimmt, er ist auch super. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz großartig. Geile Figuren. Kannst du von mir aus in die Tonne kloppen. Für mich war auch insgesamt nicht ganz klar, so was da jetzt hier insgesamt verfolgt wird. Aber Fujiyama ist der böse Gangsterboss. Natürlich. Und es geht darum, ihn zu überliefern. Ja. Und es geht darum, zu zeigen, wer der wahre Samurai ist. Und das schafft er am Schluss nicht, weil der andere nämlich genau beweist, was ein Samurai sein bedeutet. Genau, ja. Ironisch, aber egal. Einiges ironisch an dem Film. Aber er hat einen starken Körper, muss man sagen, der Samurai-Körper. Der Matt Hannon, ja, er ist durchtrainiert auf jeden Fall. Mehr Brust als seine Freundin. Auf jeden Fall. großes Kino. Es gibt ja den Samurai Cop 2. Den ich noch nicht gesehen habe. Den habe ich mir auch nicht angeguckt, wurde mir aber auch abgeraten von. Echt? Ja, der Christoph N. Kellerbach, schöne Grüße an der Stelle, hat ihn gesehen und das ist genau das Umgekehrte. Ne? Okay. Also Samurai Cop 2 ist total selbstreferenziell und versucht halt jetzt, wir machen jetzt einen lustigen Trash-Film. Ja. Spielt auch Tommy Wiseau mit. Stimmt. Ne? Und das ist ja genau das Problem. Ja. Das ist ja dann nicht mehr so unterhaltsam, das ist ja nicht mehr so lustig. Und da lernt man ja auch nichts draus. Ne? Ja. Hier bei dem Film kannst du wirklich lernen,
so sollte man nicht schneiden. Es wird ja auch teilweise wahllos hin und her geschnitten. Ja. Harte Übergänge, wo, ja, man sich wo man sich auf einmal fragt, so, wo bin ich denn jetzt? Ja. Wo sind denn die Figuren? Wie sind die denn gekommen? Keine Ahnung. Auf der einen Seite gibt es so harte Übergänge. Auf der anderen Seite sehen wir auch dieses typische B-Film-Problem oder Independent-Problem. Die filmen halt, wie so ein Auto irgendwo hinfährt mit unserem Protagonisten, parkt. Die Leute steigen aus. Ja. Ich denke so, Mann, wen interessiert das denn so? Ich meine, das Auto steht da, die steigen aus. Die Spielfilmlänge interessiert das. Ja, genau. Muss ja auf die 97 Minuten kommen. Solche Sachen. Ne? So, man kann so viel darüber lernen, was man nicht machen sollte, um einen wirklich guten Film abzuliefern. Aber die Sache ist, es ist trotzdem ein wirklich guter Film. Ja. Weil er einfach Spaß und Unterhaltung bedeutet. Ich gucke ihn immer wieder gerne und freue mich. Ja, wie gesagt, ich habe das nicht ohne Grund gesagt. Es ist für mich der größte Trash-Film überhaupt. Den habe ich ja auch im Ranking ganz oben einsortiert. Ja, wir beide. Ich glaube, er war alleine oder mit einem zweiten Film noch dabei. Guckt euch auf jeden Fall unser Ranking zu den Trash-Filmen an. Gibt es sogar zwei Episoden. Genau. Hier ist das erste und da ist das zweite. Ich würde mir hierbei wünschen, weil es Veröffentlichungen hier nicht gerade en masse gibt. Ja. Genau. Dass sich da mal ein Label dazu bekennt, diesen Film dann halt auch mal würdig irgendwie rauszubringen. Zum Beispiel bei uns Cine Strange oder Bahnhofskino hier. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Rechten ist, ne? Weil der Film ist ja irgendwo aufgetaucht. Die Rollen. Kann man ja erfragen. Kann man fragen. Ich weiß nicht, wo die Rechte liegen mittlerweile. Also, ja, der wird ja wahrscheinlich viel. Der Regisseur lebt ja nicht mehr. Der macht ja nichts. Ne? Der ist ja schon lange tot. Irgendjemand hat Rechte daran. Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht sind die auch frei. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn die frei wären, dann hätte irgendjemand den auf jeden Fall schon rausgebracht. Vielleicht. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich schiele auf jeden Fall auch schon in eine Richtung. Also Sin Strange Bahnhofskino wäre super oder weniger Syndrome in der fetten Box wäre natürlich auch super. Ja, genau, in die Richtung schiele ich halt, da habe ich auch schon angefragt, so konnte keinen Kontakt herstellen, weil ich nicht weiß, wer die Rechte hat. Das wäre geil, wenn der mal in einer wirklich würdigen... Ja, dann bist du bestimmt nicht der Erste und Einzige, der da bei denen angefragt hat. Ja, aber ist auch ganz gut. Je mehr, desto besser. Vielleicht kommt er irgendwann mal geil raus. Wie sieht's bei euch aus? Samurai Cop, seid ihr Fans? Wenn nicht, warum denn nicht? Und ihr solltet es vielleicht werden. Das ist ein großartiger Film. Wir danken euch für die Unterstützung, dass ihr hier das euch anguckt, was wir machen. Dass ihr Abos und Daumen da lasst. Und vielleicht schließt ihr ein Patreon-Abo ab oder kauft geilen Merch von uns. Wir würden uns freuen. Und ja... Patrons dürfen sich auch wünschen, was wir sonst so demnächst vielleicht mal besprechen. Oh, da ahnt mir Schlimmes. Okay, bis demnächst. Wir sind die Filmfressen, Peter. Und Manu. Bingo.